Ja, wir sind heute in Waldenburg im Tonstudio von Marek Arnold. Marek ist der Allgemeinheit sicherlich bekannt als Keyboarder bei der Gruppe Sternenkombo Meißen, die zuletzt ein Album neu vorgelegt hat, wo Marek auch einige Titel zu beigesteuert hat. Und darüber hinaus, und das war dann der Anlass, ist Marek ein sehr, sehr vielseitiger Musiker, der noch andere Projekte hat. Und wo es auch ein ganz fantastisches, sehr komplexes neues Album einer seiner Bands gibt. Und dazu möchte ich mit ihm ganz einfach ein bisschen sprechen. Zunächst, weil viele werden dich doch nicht so kennen, Marek, erzähl uns ein bisschen was, wie kommst du zur Musik? Wie ist dein Weg verlaufen bis zur Sternenkombo und zu dem, was du jetzt machst? Ja, okay. Also mit 4 Jahren oder so stand schon fest, dass aus mir mal ein Musiker wird. Also es hat sich sehr, sehr schnell gezeigt, dass ich irgendwie zu was anderem ähnlich in der Lage bin und fähig bin. Ich habe mit 4 Blockflöte gelernt, so wie es wahrscheinlich ganz viele machen in unserer musikalischen Früherziehung. Und habe meine Eltern eigentlich so lange genervt, bis ich dann mit 7 oder 8 etwas verfrüht schon mit Klarinette anfangen konnte. Im wirklichen Hintergrund gibt es da in der Verwandtschaft zwar einen, der Klarinette gespielt hat, das war aber eher, glaube ich, der Instrumentenwunsch dann. Die Musik an sich, wie gesagt, das hat sich sehr zeitig einfach gezeigt, dass es das werden wird. Und ich habe dann später gemerkt, dass Orchestermusiker wahrscheinlich nichts für mich ist, und habe dann mit Saxophon angefangen zusätzlich und habe das eigentlich immer mehr in die Richtung auch verlagert. Ja, und um das jetzt zusammenzufassen, da bin ich am Schluss auch geblieben. Ich habe dann Saxophon studiert, mit Nebenfach Klarinette. Habe bloß einfach gemerkt, dass meine musikalischen Interessen, obwohl ich Jazz studiert habe, quasi automatisch Popularmusik, Saxophon bedeutet irgendwo zu 90% Jazz. Mhm. Das war aber eigentlich nicht so mein Steckenpferd. Also das gehört vielleicht irgendwie mit dazu, aber es war nicht meine Leidenschaft. Und ich bin am Anfang des Studiums dann so ein bisschen in diese Art Rock und Progressive Rock Szene reingekommen durch verschiedene Alben, vor allem eher aus der härteren Szene, Green Theater und so weiter. Und habe dann schnell gemerkt, dass ich dafür natürlich die absolut falsche Instrumentenwahl hatte, weil komponieren auf dem Saxophon, komplexe Strukturen, das ist nicht so ganz einfach. Und ich habe also in dieser Zeit dann angefangen, autodidaktisch mir auch ein bisschen das Keyboard-Spielen beizubringen und eben mich mit Computern beschäftigt und erste Kompositionen gemacht und so weiter. Und ja, habe dann, glaube ich, nach kürzester Zeit gemerkt, dass da so ein bisschen meine Leidenschaft hängt und dass ich da einfach auch die meisten Ideen hatte. Und ja, die erste Band war dann, die erste ernstzunehmende, sage ich mal, war dann tatsächlich 1996 dann Toxic Smasher. Och, so lange gibt es Toxic Smasher? Die gibt es tatsächlich, also jetzt schon 15 Jahre, über 15 Jahre. Und in der jetzigen Besetzung vom Schlagzeuger, der noch zweimal gewechselt hat, mal abgesehen, also mit Larry auch als Sänger und Robert am Bass sind wir quasi seit 2000 zusammen und haben da auch unser erstes Album veröffentlicht. Das ist ein weiter Weg. Und entsprechend, um auf die Frage zur Kombo zu kommen, ist man automatisch beim Aufarbeiten dieser Art-Rock-Sachen von Yes, Genesis und so weiter, was ich also sehr, sehr liebe. Ich bin also ein bisschen über die härtere Schiene auch zu den Grundlagen gekommen und bin dann auch über den elterlichen Vinyl-Plattenschrank auch auf die Sternkombo-Alben, speziell eben aus den 70ern gestoßen und habe das also genauso verschlungen und bin also da durchaus auch Fan gewesen, speziell jetzt Weißes Gold und so diese Sachen und ja. Erklärt sich so vielleicht, anders angefangen, deine Beiträge zu der neuen Sternkombo Meißen CD oder zu dem Album sind ja ein bisschen oder sind klar erkennbar an den alten Sternkombo-Sachen angelehnt. Erklärt sich das so? Oder wie kommt man dazu, praktisch diese alte Linie aufzunehmen und nicht irgendwas ganz anderes zu machen, wie eben bei Toxic Smile oder dergleichen? Ja, ich habe das schon versucht. Ne? Also als es darum ging, quasi noch ein paar Beiträge zu schreiben oder einfach das Repertoire, was auf dem Album erscheinen soll, einfach noch ein bisschen mit einer
zusätzlichen Handschrift vielleicht eben auch zu ergänzen, war das schon ein bisschen auch mein Anliegen. Jetzt nicht einfach irgendwie zu schauen, wir machen einen weiteren Titel, der wie Toxic Smile klingt oder so. Also ich meine, auch wenn es da eben personelle Überschneidungen mittlerweile gibt, das ist eine komplett andere Band, es hat eine ganz andere Tradition und es ist natürlich auch eine andere Besetzung. Und entsprechend habe ich natürlich schon versucht, mich so ein bisschen an dem Sound und den, der Art und Weise, der Aufbau der Songs ein bisschen zu orientieren. Und alleine diese Keyboard-Lastigkeit, die es ja eben gibt und keine Gitarre, verändert, glaube ich, automatisch so ein bisschen auch das, die Art und Weise, wie man komponiert oder wie man das schreibt. Fällt sowas schwer? Also praktisch da zu switchen zwischen so einer Gitarrenband und so einer dieser Art von Band? Es ist natürlich schon so, dass man sich sehr bewusst machen muss, was man gerade, für welche Band man versucht, was zu entwickeln, weil man ja auch in bestimmte Muster verfällt. Andererseits ist es so, dass ich ja nur neben Toxic Smile schon andere Projekte noch habe und führe und dass es da auch also Bands gibt, also unter anderem auch ein Pop-Rock-Projekt seit mittlerweile 2007, was sich ausschließlich so in diesem, ich sag mal schon fast programmierten Pop-Bereich bewegt. Und da arbeitet man ja mit der Gitarre auch eher als Element des Gesamten. Und sowas hilft natürlich dann, bisschen zu selektieren beim Komponieren, welche Bestandteile sind für welche Musik elementar. Und ich glaube schon, dass das geholfen hat. Aber das ist auch von Titel zu Titel unterschiedlich. Also es geht die Zeit war irgendwie in der Grundstruktur ganz schnell fertig. Also das flog dann so ein bisschen zu und ich habe sofort gemerkt, das ist ein Titel, der könnte wirklich gut passen. Mhm. Ewigkeit ist zum Beispiel einer, der ist schon uralt. Den gab es schon in einer anderen Form, den habe ich wieder rausgekramt, weil ich einfach das Gefühl hatte, mit einem anderen Text und Larry als Sänger bekommst du eine ganz andere neue Note, das könnte einfach gut passen. Und Zeugen dieser Zeit waren wieder eine ganz andere Herangehensweise. Also das war wirklich dann eigentlich mit Larry gemeinsam so entwickelt, um zu sagen, einfach vielleicht wirklich noch ein bisschen kommerzielleren Ansatz. Also ich denke, das wächst meistens wirklich beim Komponieren, dass man zum Beispiel auch merkt, wann was für eine Band nicht passt. Da muss man es ja nicht zwangsläufig wegwerfen, sondern umso schöner, wenn man noch andere Projekte hat oder andere Bands, wo man es dann verwenden kann und einfach sagt, hier passt es besser ins Programm. Werden solche Sachen, wie du sie dort verarbeitet hast, auch für deine anderen, für diese anderen Projekte, wie zum Beispiel für dieses Konzeptalbum The Book, wäre sowas gegangen? Oder ist das was ganz anderes? Teils. Also ich denke schon, dass man in Grundzügen so komponieren kann, auch für so eine Band oder auch für so ein Album. Es hätte wahrscheinlich nicht funktioniert, das auf diese Weise komplett fertig zu konzipieren. Also das ist schon was irgendwie auch die Arbeit im Proberaum gebraucht hat. Die Arbeit im Proberaum hat sich zwar zu großen Teilen auch zwischen dem Schlagzeuger und mir abgespielt, weil er eben dann doch mit Polyrhythmiken und so weiter gearbeitet hat und rumprobiert hat, welche ungeraden Rhythmen könnte man über ein gerades Thema setzen und umgekehrt. Und also sehr vieles brauchte dann schon so den Versuch auch, das Ausprobieren. Aber das ist natürlich auch eine unglaublich komplexe Musik, die sehr verzahnt ist aus ganz vielen verschiedenen Teilen. Und das muss man einfach probieren. Also insofern kann man sagen, zu 50% lässt sich das natürlich vorbereiten, aber es braucht einfach auch die Arbeit mit diesem Trial-and-Error-Prinzip, wie man so schön sagt. Da sind wir eigentlich schon mittendrin. Ja, also es gibt also noch ein zweites Album, das jetzt vor kurzem veröffentlicht worden ist, wenn ich das richtig alles mitverfolgt habe. Und zwar von der Band, der Name ist gar nicht so einfach, Seven Steps to the Green Door. Genau. Ja, so das in der Art und Weise. Ja, das wäre einfacher. Ja, warum Englisch? Na gut. Aber in dieser Band ist ein neues Album entstanden, das nicht eine Aneinanderreihung von Titeln an sich darstellt, sondern das einem Konzept entspricht, beziehungsweise das ein Konzept verfolgt. Es ergibt sich für mich die Frage, wie kam man denn gerade dazu, dieses Konzept, oder erzähl vielleicht einfach mal, worum es bei der ganzen Geschichte geht. Das Ganze heißt, The Book hat ein Fragezeichen, das wichtig ist. Nach dem The steht ein Fragezeichen, dann Book. Ja, und ja, das bedeutet was.
Ich habe mir auch was bei gedacht, aber erzähle bitte. Ja, es lässt natürlich Deutungsspielraum zu in der Story und dieses Fragezeichen steht da in der Tat nicht ganz ohne Grund. Man muss dem aber voranstellen, dass die Story nach ungefähr einem Jahr, was wir schon dran gearbeitet haben, erst geschrieben wurde. Das heißt, es war nicht von Anfang an klar, dass dieses dritte Album der Band ein Konzeptalbum sein wird. Sondern nach dem zweiten war es einfach so, dass wir sehr, sehr gute Reaktionen bekommen haben, dass das also in der Szene natürlich, aber in dieser Prog-Rock-Szene eigentlich sehr, sehr gut eingeschlagen hat. Und wir recht motiviert sofort wieder im Proberaum sind und haben gesagt, wir müssen so schnell wie möglich was nachschieben. Mhm. Haben daran gearbeitet und gerade durch diese Arbeit, dass wir sehr viel zu zweitlos waren, also der Schlagzeuger nicht, das hatte verschiedenste Gründe, aber dadurch hat man sehr viel mit verschiedenen Motiven gearbeitet und es hat sich relativ zeitig so ein Leitmotiv für dieses Album rausgebildet und wir haben dann also ganz viel mit diesem Leitmotiv gespielt und das in verschiedenen Varianten gehabt und hatten dann Grundideen und haben irgendwann, wie gesagt, vielleicht nach einem Jahr, dass wir schon darüber waren und ganz viele Songs hatten, haben wir festgestellt, Moment, eigentlich bauen die alle oder bauen sehr viele davon auf diesen Leitmotiv auf oder Überleitungen, die wieder darauf verweisen und so weiter. Wir haben irgendwann gemerkt, also jetzt hier ein normales Album im herkömmlichen Sinne geht gar nicht mehr zu machen. Wir haben gesagt, also eigentlich kann das nur ein Konzeptalbum werden. Es war also nicht fest geplant von vornherein, sondern es war dann wirklich so, dass man gesagt hat, okay, die Grundelemente sind da, aber wie wird jetzt ein Konzeptalbum draus? Und da gab es dann eigentlich wirklich, um konsequent dabei zu bleiben, auch nur die Variante zu sagen, okay, dann brauchen wir wirklich eine Story, die exklusiv dafür geschrieben wird. War von vornherein klar, dass, also ich verrate kein Geheimnis, zumindest wenn man das Album in die Hand nimmt, dass es sich mit Glaubensfragen befasst. Ich habe das Fragezeichen hinter Verb Book, also als Infragestellen dieses Buches, das Buch, die Bibel vom Prinzip her und die Inhalte, habe ich zumindest so interpretiert. War es von vornherein klar, dass ich das mit Glaubensfragen befassen soll? Und wenn ja, wie kommt man darauf? Das hat auch wieder ein bisschen den Ursprung in dieser Prog-Rock-Szene. Und zwar ist das seit einigen Jahren so, dass da das so ein bisschen zum Grundziel verschiedener Konzeptalben oder auch einfach Interpreten, speziell mit einem Aushängeschild des ganzen Neil Morse von der Band Spoxbird, der eigentlich Amerikaner und der aus seiner Band ausgestiegen ist, weil er zu ihm gesprochen hätte beim Joggen oder weiß nicht. Wow. Kann sein, muss nicht sein. Wie auch immer, er ist aus der Band ausgestiegen und hat sich seitdem eigentlich mit der noch immer grandios guten Musik, aber eben eigentlich dazu bewegt, zu predigen, zu missionieren. Und zieht mittlerweile, glaube ich, auch mit seiner Band in Kleinton durch Kirchen mit Übersetzer. Und also eine ganz verrückte Geschichte. Kann man machen, soll er auch machen, habe ich überhaupt kein Problem damit. Es ist halt einfach so ein bisschen, dass das so eine Bewegung gab in der Szene, dass er nicht der Einzige blieb. Und mir schwirrte einfach schon länger der Ansatz im Kopf herum, zu sagen, warum nicht auch mal die Gegenseite beleuchten. Ja, ja, ja. Also um Gottes Willen, es ist kein Angriff gegen den Glauben und erst recht nicht gegen Gläubige. Sondern es sollte einfach mal die andere Herangehensweise beleuchten. Das heißt, kann ich auch ein extrem gläubiger Mann erkennen, dass er in seinem Leben oder in dem Weg, den er geht, in dem er sich eigentlich in allem, was er tut, blind auf seinen Gott verlässt, vielleicht auch mal Selbstverantwortung übernehmen sollte und nicht jede Verantwortung auf Gott abschiebt. Für mich als Atheisten ist das natürlich wieder eine komplett anders interpretierbare Sache, als zum Beispiel von Christen. Aber es ist also durchaus so, dass die Reaktionen auf die Burg zeigen, dass wir mit der Art und Weise eben hier nicht verletzend vorzugehen, sondern einfach Deutungsmöglichkeiten offen zu lassen, glaube ich, ganz gut gelegen haben. Also es haben auch viele uns gesagt, okay, ich bin Christ, ich fühle mich da nicht angegriffen, sondern eigentlich bestärkt. Nur wenn ich mir selber helfe, hilft mir auch Gott. Ja, also so kann man das interpretieren. Und ich habe, wie gesagt, für diese Grundidee, die ich hatte, habe ich dann jemanden gesucht, der die umsetzen kann und habe mich an einen guten Freund erinnert, der also selbst Musikjournalist ist, der Deutschlehrer ist, der viel schreibt und habe den angerufen. Ganz nebenbei ist das auch der Mann, Thoralf Koss, der im Grunde den Kontakt seinerzeit zu Norbert Jägermann hergestellt hat, über den ich quasi Norbert kennengelernt habe, Norbert dann Larry und so weiter. Also eigentlich wirklich eine nun schon mehrfach wichtige Person in meinem Leben.
in meinem musikalischen Leben und mittlerweile ein guter Freund. Und der hat also den habe ich angerufen und gesagt, hör mal, die Grundidee, letzte Idee, und er hat gesagt, du hättest zu keinem günstigeren Zeitpunkt anrufen können. Genau das geht mir gerade, oder auch privat, hatte er einfach eine Situation, wo er gesagt hat, ich stecke genau in dieser Lage. Und warte ab, ich schreibe dir was, und es hat, glaube ich, nicht mal 2 Wochen gedauert, aber die komplette Story fertig geschrieben, und er ist im Proberaum nach Thalheim gekommen, wo wir dann geprobt haben. Wir haben die Band mal komplett zusammengerufen, was eben, wie gesagt, auch nicht so ganz einfach ist. Es waren mal alle da, und es hätte wirklich eine Stecknadel zu Boden gehen können, als er die Story gelesen hat. Wir haben gesagt, müssen wir gar nicht diskutieren, wir arbeiten noch an Feinheiten, aber das ist es. Und dann haben wir eigentlich die ganzen Fragmente, die wir genommen haben, haben die umgeschichtet, haben geschaut, welches passt zu welcher Tür, ohne jetzt zu viel zur Story zu verraten, aber es hat natürlich dann automatisch auch mit dem Bandnamen zu tun. Und das genau wollte ich fragen. Also man, das liest sich einfach perfekt. Man verrät nicht zu viel, wenn es um 7 Türen geht. Mhm. Und mir fiel dann auf, was ist eigentlich nun, oder ich habe mich gefragt, was ist nun eigentlich, ist das ein 7 Türen? Ist das nun ein Titel von The Book? Praktisch ist das das Übergeordnete? Nee, das ist euer Bandname. Genau. Und das habt ihr da dann wieder so aufgenommen. Genau, es ist also in gewisser Weise ein Zufall. Es bot sich einfach mit dieser Story so wahnsinnig an. Und ich denke, dass der Thoralf das deshalb auch ganz bewusst dann am Schluss auf 7 Türen gebaut hat. Also dieser Mann hat am Anfang 6, also der Hauptheld dieser Story sozusagen, Samuel, der hat im Grunde erst mit nur 6 Türen zu tun und entdeckt die 7., die natürlich grün ist, als seinen Ausweg erst später. Und das bot sich einfach so unglaublich an mit dem Namen. Ja. Bevor wir zu dem Ausweg kommen, dazu habe ich nämlich noch eine Frage. Okay. Ich hab mir das Album ja nun angehört und da blieb eine Frage offen am Ende, die möchte ich dann aber auch wirklich ans Ende stellen. Gehen wir nochmal zum Anfang. Du sprachst davon, es gibt ein Motiv, sowas in der Art und Weise. Kann man das irgendwie? Ich meine, wir haben viel Technik hier. Kann man da? Also es ist wirklich ein ganz simples Thema, was wahrscheinlich für einen Popsong genauso verwendet werden kann. Das ganze Grundthema, was dann in diversesten Formen aufgearbeitet wird und immer wieder. Was macht man daraus dann? Schneller? Langsamer? Zieht? Das ist vielleicht wirklich einfacher, wenn ich das mal am Computer spiele, weil sonst müsste ich jetzt jedes Mal Sounds und Sachen suchen. Also dieses Thema taucht. Ich hoffe, dass ich das jetzt. Short eternity, you know. Hier liegt es quasi als Basis unter dem Gesamt. Zieht sich durch. Dann haben wir. Jetzt muss ich mal schauen. Vielleicht finde ich. Wir müssen ja nicht alles jetzt hier. Aber nein, vielleicht finde ich mal einen Ausschnitt. Also, es ist ein relativ umfangreiches Projekt. Oh ja. Mit vielen Stimmen, vielen Instrumenten. Ich fahre zum Beispiel ganz anderen Projekts wieder auf in den Kontrollen. Ach, ihr seid sicherlich auch wieder da. Und wenn man das gerade alles gesehen und gehört hat, dann stellt sich mir das so dar, dass dieses Motiv nicht das Konzept an sich ist, sondern dass es das Konzept trägt. Und das, genau. Das Konzept ist die Auseinandersetzung mit den Glaubensfragen. Und dabei spielen ganz viele Charaktere, ganz viele verschiedene Stimmen, sowohl Instrumente als auch Gesangsstimmen eine Rolle. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Was sind das für Leute? Sind das Profis? Wie stellt sich sowas dar? Wie macht man sowas? Ja, also es ist so ziemlich alles vereint. Von Profis über wirklich natürlich auch Amateurmusiker, aber auch Sänger, wo wir einfach das Gefühl hatten, diese Stimme passt zu irgendeinem Charakter dazu. Im Speziellen sind hier zum Beispiel zur Verdeutlichung eines Charakters Last Wish, nennt sich das, also der letzte Wunsch des Protagonisten, ist an einer Stelle dann einfach wenigstens in Anführungsstrichen zu erblinden und das Elend nicht mehr sehen zu müssen hinter der möglicherweise nächsten Tür und so weiter. Da passt er einfach so ein bisschen wie die Faust aufs Auge, dass ich kurz vorher ein wirklich wunderbares A Cappella-Mädchen-Ensemble gehört hatte in einem Konzert, und die haben wir zum Beispiel mit angesprochen und sind dann also nach Markleberg gefahren und haben die in der Kirche, ausgerechnet in der Kirche, aber dort eben aufgenommen, haben einen wunderbaren Part hier dazu beigesteuert. 6 Mädels zwischen, glaube ich, 15 und 20 oder so.
Und so entsprechend entstand das. Also man hat wirklich überlegt, der Charakter ist noch zu besetzen. Was passt dazu? Mhm. Ein Englischlehrer an der Schule, an der ich arbeite, hat das Vaterunser gesprochen auf Englisch. Und das sollte natürlich dann auch authentisch kommen. Eine 11-jährige Schülerin hat das weinende Mädchen eingesungen, wirklich grandios. Eine irre Stimme. Ja, und auch ein total super Moment, einfach wenn der Übergang von einem Sänger aus dem Harz oder in dem Fall, wie nennt man das, also er verkörpert den Tod, ich glaube, das sagt genug aus. Das ist Dark Metal irgendwo, genau, was so, da so kommt. Das sind Einflüsse und dieser Kontrast dann zu diesem weinenden Mädchen und so. Also, da haben wir wirklich versucht, nichts dem Zufall zu überlassen und jetzt völlig unabhängig davon, aus welcher Szene ein Musiker oder ein Sänger kommt, einfach das Maximale rauszuholen. Also das ist auch richtig Crossover, also ja, von der Herkunft der Leute. Genau. Hast du Lieblingsstellen oder sowas oder fühlst du dich bei irgendwelchen Parts besonders wohl? Ich denke, das Besondere an dem Album ist, dass man es eigentlich wirklich nur in der Gesamtheit sehen kann. Und so geht mir das also tatsächlich selbst als Hauptkomponist oder als Ersteller des Ganzen, geht mir das nach wie vor so, dass ich das so empfinde. Das Album, entweder man nimmt sich die Zeit und hört es komplett oder man lässt es lieber. Also in einzelnen Songs rauszunehmen ist ganz schwer. Es gibt natürlich so Stellen, wo ich denke, die sind besonders gelungen. Das wäre zum Beispiel diese Stelle, dieser Übergang von diesem aggressiven Tod zu den Mädchen oder der Übergang zurück, finde ich vielleicht sogar mal schnell, wenn wir das mal demonstrieren wollen, finde ich das einen sehr, sehr schönen Moment. Mal sehen, ob ich das gleich auf die Schnelle finde. Das müsste hier. Das kann man. Also der Dialog zwischen diesem Mädchen, was quasi zu den Protagonisten sagt, kann mir dein Gott nicht helfen. Und er hat dieses Zwiegespräch ist zu dem Zeitpunkt noch sehr überzeugt von seinem Gott, der ihr auf alle Fälle helfen hat, weil sie sagen, warum. Und dann kommt der Tod und holt sie doch, sozusagen, natürlich symbolisch. Das ist jetzt dieser Moment, den man quasi hört, das finde ich zum Beispiel unglaublich bewegende, das ist einfach gut gelungen, denke ich. Das ist also dieser Dialog. Oh yes, I know that it will be. Will you deliver me from pain? Yes, all yours are not in vain. Also diese Kontraste, das sind, glaube ich, so die Momente, die mir sehr gut gefallen. Ja, auf jeden Fall. Also mir persönlich ging es beim Hören so, dass ich gerade diese härteren Sachen, dass die wirklich unglaublich gut und authentisch kommen. Mhm. Und, aber das ist Einsichtssache, das ist ja, sicher Geschmackssache. Unbedingt. Vielleicht kannst du ein paar Worte noch dazu sagen, das teilt sich ja in mehrere Titel auf, die mehrere Szenarien darstellen. Und ich hatte den Eindruck beim Hören, da wiederholt sich nichts. Es sind 10 verschiedene Titel und es sind 10 verschiedene sozusagen Stilistiken. Genau. Was hast du alles reingemixt? Was ist alles, was kommt alles vor? Oh Gott. Da muss man dazu sagen, dass das eigentlich ein Konzept der Band schon immer war. Also auch mit den ersten beiden Alben. Dass wir so ein bisschen diesen Crossover wirklich praktiziert haben, ganz bewusst. Nur, dass die ersten zwei Alben eher eben so, das hat mal einer gesagt, Fun-Rock. Ja, also wirklich so auf die spaßige Weise. Das ist, glaube ich, auch live, wenn wir live gespielt haben. Wir haben also bis 2008 oder so auch ein paar Konzerte gegeben. Da sind die Leute meistens raus und haben gesagt, es ist unglaublicher Spaß, einfach euch zuzuhören und so in diese verschiedenen Einflüsse. Und das war auch so ein bisschen das Anliegen. Wirklich alle möglichen Stile miteinander zu vereinen, ohne dass man vielleicht weiß, wenn man gerade mitten in einem Reggae-Teil drin ist, wie der jetzt eigentlich entstanden ist, weil gerade war man ja noch in was ganz anderem. Also wirklich versuchen, das alles ganz organisch wirken zu lassen. Und das war so ein bisschen Konzept der Band auch. Wir haben 2006, glaube ich, das erste Album gemacht damals. Das nannte sich The Puzzle, also das Puzzle. Und das passt natürlich wirklich auch zum Stil. Und wir haben damals also uns auch beim Deutschen Rock- und Pop-Musikerpreis beworben. Und haben den also in der Kategorie experimentell unter anderem auch gewonnen, also in zwei Kategorien gewonnen. Und ich denke, dieses experimentell, das ist so ein bisschen das, was ich damit sagen wollte. Ich glaube, da passt es wirklich gut hin. Also man kann jetzt nicht mal sagen, wir haben das und das vor, sondern es ist immer gewachsen. Das heißt, es gibt eben hier ja zum Beispiel auf dem Album auch den Song, den Larry singt. Das ist eigentlich das erste Mal, dass wir also wirklich einen 7-8 Minuten Song dabei haben, der komplett atmosphärisch ist, also fast schon
fleutig vielleicht, ja, mhm. wenn man das so will. Also unglaublich von Flächen getragen mit klassisch gespielter Gitarre drin und eben Larry, der da wirklich grandios singt einfach und dann diesen alten Priester verkörpert, der also vom Zölibat quasi zurückbleibt oder eigentlich darauf wartet, dass er endlich auch sein erlöst wird sozusagen. Ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen Konzept der Band und das ließ sich natürlich in diesem Konzeptalbum umso besser vereinen. Nur dass der Grundcharakter natürlich viel, viel düsterer ist, als es vorher war. Geht ja nicht anders bei der Story. Komme ich nochmal zu der großen Klammer. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ihr das Problem klärt in irgendeiner Form. Ja, also ich fand, es blieb offen am Ende. Mhm. Ja, ihr habt zwar alle, jedes Teil für sich ist sicherlich abgeschlossen, aber irgendwo, es bleibt offen, finde ich. Also es gibt, denke ich, eine Art Happy End, in Anführungsstrichen, gibt es schon. Ja, okay, das hört man, das ist akustisch. Genau, er kehrt zurück, auch dieses Leitmotiv ist ja am Schluss wieder in der ursprünglichen Form, kehrt es wieder. Was wir versucht haben offen zu lassen, und in gewisser Weise bin ich da ganz froh, dass du das so sagst, dass eben, wie gesagt, dass jeder für sich deuten kann. Und das war ja schon irgendwo Anliegen. Man soll zwar das Gefühl haben, okay, das Album hat seinen Bogen gefunden, es ist jetzt wieder an dem Punkt, wo es begonnen hat sozusagen, aber es hat nicht die endgültige und eindeutige und alleinige Lösung gefunden, genauso wie das in Glaubensfragen wahrscheinlich auch so ist. Ich kann das da, wie gesagt, nur nochmal betonen, wir hatten vorher ein bisschen Angst, dass wir da vielleicht jemand auf den Schlitz treten, dass jemand sich da persönlich angegriffen fühlt, in seiner Art den Glauben zu leben, und darum ging es einfach nicht. Natürlich ist es so, dass ich als Atheist das, wie gesagt, anders interpretiere, als es ein Christ tut, aber das Ende soll eigentlich so offen trotzdem bleiben, dass jeder für sich seine Lösung findet. Ja, also zumindest ist es klar. Wenn das so ankommt, bin ich zufrieden. Es ist bei mir so angekommen, es ist okay. Nicht. Es ist erfreulicherweise eben kein Happiness, weder in diesem noch in jener. Es endet nicht im Chaos und es endet nicht in einem Herzschmerzschlager oder sowas in der Art, sondern jeder darf sich selbst weiterdenken, was auch immer. Kann man sowas live spielen? Wir überlegen, ob man es in einer Art Theaterstück umsetzen können. Also als Album ist es nicht umsetzbar. Schon durch die vielen Charaktere, die da drin vorkommen, das ist einfach gar nicht mehr machbar. Und natürlich, weil wir eben auch so kompromisslos hier gearbeitet haben, dass wir wirklich eben nicht bloß die Stile vermengt haben, sondern eben auch die unterschiedlichsten Instrumente integriert und auch so viele Gastmusiker dabei hatten. Das heißt, um das wirklich authentisch zu reproduzieren, müsste man das also wirklich mit einem immensen Aufwand auf die Bühne bringen, mit unglaublich vielen Leuten, das ist überhaupt nicht umzusetzen. Vielleicht verrätst du uns, wie viele Musiker da eigentlich dabei waren? Ich müsste jetzt nochmal nachzählen. Ich glaube, um die 25. So in etwa hatte ich auch so zusammengezählt. Es sind ja zum Teil manchmal 2-3 Gitarren, die nebeneinander spielen. Ja, also wir haben einen Gitarristen natürlich in der Band, haben aber zusätzlich noch Gastgitarristen dabei gehabt. Insgesamt 3, unter anderem eben auch der Uwe von Toxics, der ein Solo gespielt hat. Aus dem Harz Martin Schneller, mit dem ich dieses Jahr auch ein Konzeptalbum schon gemacht habe, mit einer Band namens Flaming Row. Daraus umgeteilt, da hat er das geschrieben und ich habe eben die Keyboards und Saxophone eingespielt für dieses Album. Und das war auch so einer, den ich anrufen konnte und sagen, ich habe hier einen Song, ich habe so das Gefühl, das ist was für dich, hör das mal an. Und dank Internet ist das heute natürlich ein wunderbares Arbeiten, zumal wenn man mit ähnlichen Mitteln arbeitet. Und da habe ich also wirklich wenige Tage später die fertigen Spuren bekommen und integriert, und der war dann auch beim Mischen nochmal mit da und so. Also das sind wirklich auch ganz tolle Kontakte und Wahnsinnsmusiker einfach am Werk. Gibt es Ideen? Ich möchte nochmal zurück auf das Spielbare, auf das Aufführen. Gibt es Ideen oder gibt es tatsächlich Gedanken, das auf die Bühne zu bringen? Ist da irgendwas im Wachsen? Also wie gesagt, das ist also nicht bloß Gespinne, sondern wir würden das wirklich gerne auf eine Theaterbühne kriegen. Das heißt, mit einem Regisseur. Arbeitet ihr dran? Gibt es konkrete Kontakte? Es ist sehr viel zu zeitig, um zu sagen, es klappt was, sage ich jetzt mal. Aber wir sind an mehreren Sachen dran. Gibt es Interessenten? Es gibt erstmal erste Kontakte. Ob sie es umsetzen lässt, das ist alles noch unter Prüfung. Also es ist noch nicht so, dass wir jetzt sagen könnten, es sieht vielversprechend aus. Also dafür ist es noch zu zeitig. Aber wir wollen es zumindest nicht ganz aus dem Auge verlieren. Aber ich bin ein bisschen Berufspessimist, was sowas angeht, und sage erstmal, es wird nichts. Wenn es dann klappt, freue ich mich umso mehr. Da setze ich locker gegen. Ich würde mich sehr freuen, wenn das funktioniert. Ich glaube, das ist auf der Bühne sogar noch viel stärker als reine
akustische Variante. Also das kann ich mir ganz großartig vorstellen. Wir haben ja deshalb auch so einen großen Wert auf dieses Mediabook gelegt. Also das kommt ja wirklich in diesem dicken Mediabook, wo die komplette Story nochmal mit nachzulesen ist. Und haben also auch diesen Sticker da drin. Erst Story lesen, dann die Musik. Weil genau diese Ebene ja fehlt, diese visuelle. Das heißt, um die Musik zu verstehen, sollte man unbedingt vorher die Story gelesen haben. So, da schließt sich das Album im Gesamten. Und deshalb ist das natürlich ein wirklich idealistisches Projekt, weil alleine die Pressung schon unglaublich aufwendig und damit auch teuer war. Davon mal abgesehen, ich meine, das ist dann schon der dritte, vierte, fünfte Schritt. Aber hast du nicht Bedenken, Marek, dass wenn das dann funktionieren sollte, was ich mir wirklich gut vorstellen kann, dass man dich plötzlich, dass du da nachschieben musst, dass du das in andere Form sozusagen, weil das ist ja nicht abgeschlossen. Ja, wobei man dazu sagen muss, dieses gibt's dieser Teil der Book ist, wenn man so will, auch wieder ein Teil aus einem Gesamtroman, den Thoralf also gerade schreibt. Mhm. Und es wäre theoretisch also gut denkbar, einfach zu sagen, man widmet sich einem weiteren Abschnitt dieses Romans. Dieses Gesamtwerkes. Ne? Ich möchte jetzt auch nicht vorgreifen, es ist noch nicht fertig. Ob es dann ein Roman in der Sinn wird, weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf alle Fälle, das könnte ich mir gut vorstellen, dass man das auf alle Fälle macht. Aber es ist andererseits jetzt auch so, das war glaube ich dieses Jahr die sechste Veröffentlichung, an der ich beteiligt war, dass ich jetzt auch gesagt habe. Nur reicht's. Ich glaube, 2012 lasse ich wirklich mal ruhiger angehen. Ich denke, mit Toxic Smile hoffe ich, dass wir 2012 ein neues Album schaffen. Wir haben im Januar das neue vorgelegt und das ist vielleicht realistisch, Ende 2012 ein nächstes Album zu machen. Das wäre schön, aber ansonsten gehe ich es, wie gesagt, jetzt mal ein bisschen ruhiger an. Das waren sehr, sehr bewegte letzte 2-3 Jahre. Wenn du das so sagst, kann ich das gut nachvollziehen. Bliebe die Frage offen, wo kann man zum einen das Album beziehen? Gibt es auf der anderen Seite irgendwo Sender, Radio, Internetsender etc., wo man davon was hören kann? Das wären so die zwei Sachen. Ja, gibt es. Also zum einen über unser Label natürlich, was eine eigene Seite hat und auch den eigenen Shop. Die Adresse wäre www.ppr-shop.de. Also PPR kommt von Progressive Promotion Records. Also ppr-shop, dort findet man The Book. Und auf dieser Seite kann man auch gleich einen Trailer anschauen. Das heißt, ich habe da so einen, ich glaube, 9 Minuten langen Zusammenschnitt gemacht, mit Bildern hinterlegt, dass man ein kleines bisschen einen optischen Eindruck davon kriegt, wo man in der Story gerade ist. Und ich glaube, man kann sich von der Musik und auch dadurch ein bisschen von der Story einen kleinen Eindruck machen. Unabhängig davon wird es natürlich, es ist jetzt gerade erst erschienen, aber es wird in Kürze also auch bei Amazon und bei den einschlägigen Quellen theoretisch bestellbar sein. Wer es macht, ist bloß selber dran schuld, weil es natürlich teurer sein wird als auf der Labelseite. Und ja, also wie gesagt, da kann man auch reinhören. Auch bei YouTube wird man das finden, wenn man den Book mal eingibt, der Fragezeichen Book. Denke ich, findet man diesen Trailer auch noch dort. Ich denke, das ist auch ein ganz guter Querschnitt, um einen Eindruck vom Album zu bekommen. Soweit, so gut. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Informationen zu dem neuen Album, gerne, für die Informationen zu deiner Person und ja, kann nur die Daumen drücken und würde mich wirklich ganz toll darüber freuen, wenn man The Book in welcher Form auch immer auf einer Bühne sehen könnte. Das kann ich mir wirklich ganz spannend vorstellen, weil die Musik finde ich faszinierend. Ja, und das illustriert mit bewegten Bildern ist natürlich was ganz Großes. Ja, finde ich auch. Sehr toll. Also, den Sinne. Danke, Marek. Und okay. Ja, toi, toi, toi. Dankeschön.